Die Saison beginnt und wir müssen uns sofort an die Arbeit machen. Die Vorsaison-Trainingszentren wurden gerade eröffnet. Dort können Sie sich für die ersten Rennen in Form bringen. Über den Reiter Reservierung können Sie ab sofort ein Trainingslager reservieren. Haben wir natürlich schon lange gemacht. Das ist ja... Wir sind ja voll im Voraus schon. So. Aha, alles reserviert, super. Contador ist auch dabei. Okay, das behalten wir mal, wenn du uns verklagen. Nee, sicher nicht. So. Jetzt wüsste ich aber doch noch gerne, wie ich hier Spieler hinzufüge. Spieler, ja. Rennfahrer. Aber wir gehen mal weiter, ich glaube, sag's dann schon. Ah, jetzt beginnt die Simulation. Wir haben ein neues Mail. Um maximale Details zu den Fähigkeiten eines Wartungsfahrers zu erfahren, können Sie von Ihrem Scouts intensiv scouten lassen. Aha, das geht auch. Scouting-Programm eines Fahrers mit Fixkosten von 5000 Euro. Okay. Wir haben Ergebnisse Welt, Lazarett, Teams. Aha. Transfer. Da gibt es noch Transferliste. Es ist ein bisschen FIFA, muss ich sagen, obwohl ich FIFA fast nie gespielt habe. Ah, hier sind alle Fahrer. Und da gibt es so einige, die keinen Vertrag haben. Den da zum Beispiel. Aha. Wir machen mal das zehnte Thema als Scout. Der sieht doch so toll aus, der ist sicher. Ruf ist unbekannt, Durchschnitt 64. Genau, wir sehen den beauftragt. So. Aha. Hier haben wir die Scout-Berichte, okay. Und den anderen. Ah, da gibt es auch viele, hä? Okay, hier sind wir unter Team Nachwuchsarbeit. Aha. Oh Scheiße, ja, das wollte ich. Die nenne ich mal anders drum. Irgendwann dann. So. News. Ah ja. Genau, das löschen wir mal. Und ich würde sagen, weiter geht's. Ein neues Mail, das machen wir so. Genau. Heute werden die Ziele Ihrer Fahrer für die kommende Saison endgültig festgelegt. Wenn Sie Änderungen vornehmen wollen, sollten Sie ab sofort die Zieleseite besuchen. Also ich denke mal, die sind hier gut eingestellt. Ich kenne mich jetzt noch nicht so aus. Ich müsste hier eine Excel-Tabelle haben, damit ich alles wüsste. Gut. Ich würde sagen, das stimmt schon so. Annehmen, so. Wir haben einfach mal die Ziele angenommen, gehen weiter. Sobald ihr, jetzt steht wieder ein neues Mail, schauen wir wieder rein. Schon eine Woche haben wir geschafft. Wildcard Down Under Tour. 5 Teams haben eine Einladung zur Rennteilnahme beantragt. Die ausgewählten Teilnehmer werden am 10. Januar bekannt gegeben. Kandidaten Teams. Okay. Hier. Ha, ich weiß immer noch nicht, wie das geht. das sind ja die Rennen, blöd. Hier wollte ich ja schauen. Hier kann ich den festlegen, stimmt. Also, schauen wir noch was. Der so. Ne, nicht so. So. Dann.
Ja, wir machen einfach mal weiter. Komm. Es geht schon irgendwie dann. Gehen wir weiter. 0 neue E-Mails, 4 neue. Ups. Sponsorenziele brauchen wir. Ja, wir haben ja. Ja, ja, wir sagen mal, es ist gut so. Annehmen. Aber. Ja, Sponsorenziele annehmen. So. Rennkalender sage ich auch mal, ist gut so. Erinnerung, wir sind da auch aufgelistet, oder? Da, Tinkoff sagt so, ja. 10. Aha, okay, ja. Aha, Beltran fühlt sich nicht in Bestform. Okay. Gut. Okay, dann löschen wir auf. Dann geht's weiter. Ich will endlich mal. Oh, die Australian Championships. Aha, jetzt habe ich 2 von 8 gefahren, oder? Arzt. Haben wir ja, international. Genau, wir haben ja keine Fahrer eingeschrieben gehabt. Okay, Briefing. Material. Zwingen. Können wir jetzt hier das Material noch bearbeiten? Und den. Wir haben beide das Bike. Das hätten wir wahrscheinlich. Ah, doch, das können wir. Ich glaube, dann nehmen wir die 808. Hier das, da. Ah, da ist es gut. Leichtigkeit, Komfort, 0. Vielleicht so ein Kompromiss. So. Bisschen Komfort noch drauf hat, da machen wir 3D-Rennen. Jetzt bin ich gespannt, jetzt geht's los. Rhythmus schlecht auf sehr gut, schlecht ausgezeichnet. Das kann ja nur gut werden, oder? Die Tipps. Aha. Dass man doch was weiß, wie die aussehen. Tipps 2 von 2. Tipps Stölting. Jetzt bin ich gespannt, weil ich hab's noch nie gespielt, muss ich ehrlich sagen. Meine Damen und Herren, seien Sie gegrüßt. Das Streckenprofil ist einigermaßen abwechslungsreich. Jeder Fahrer dürfte hier Abschnitte nach seinem Geschmack finden. Nein. Bei solcher Hitze Rennen zu fahren, muss unerträglich sein. Aha, wir haben 2 Fahrer, okay. Und das Aktionsfeld ist immer gelb umrandet. So. Grün, gelb, rot. Okay. Die Herzfrequenz, also die Musik, gibt Ihnen einen Anhaltspunkt, mit welcher Intensität ein Fahrer seinen Einsatz bringt. Beim maximalen Einsatz kann sich die Herzfrequenz auf über 190 Schläge pro Minute erhöhen. Rechten Seite. Ah, das ist die Herzfrequenz gerade. Oder da. Ah, nee, das. Okay. Hier angezeigt, der Balken steuert den eben gewählten Einsatz. Der angeforderte Einsatz wird vom Fahrer nicht immer sofort übernommen. Vor allem nicht, wenn er von anderen Fahrern im Peloton geschützt wird. Ein Befehl Führungsarbeit, den Platz für einen anderen Fahrer machen, wenn er sich anbietet. Beispielsweise wird der angeforderte Einsatz nur erbracht, wenn der Fahrer sich am Kopf der Gruppe befindet. Ansonsten übernimmt der Fahrer automatisch den Einsatz, der nötig ist. Und dazu bleiben da, wo er ist, natürlich. Ab. Okay. Ist sehr komplex.
Das ist der Befehl angreifen. Aha. Ja. Okay. Aha, da gibt es noch den Modus automatisch, der wäre natürlich auch noch etwas, oder? Ah ja, man kann sogar, man kann die quasi den Autopiloten steuern lassen, oder? Wenn Sie sehen, wurde Ihr nächster Befehl programmiert. Wir sehen jetzt, wie ein Angriff gestoppt werden kann. Der Befehl automatisch, den wir gerade programmiert haben, wird dadurch aufgehoben. So, jetzt sollen wir hier auf den Befehl klicken. Aha. Position beibehalten. Das ist wahrscheinlich der beste Befehl, oder? Am unteren Bildschirmrand werden Fenster mit Renninformationen angezeigt. Das erste Fenster zeigt Informationen über die Entfernung zum nächsten Zwischensprint, für die Punktewertung und bei Etappenrennen auch für die Bergwertung an. Außerdem ist hier die Entfernung zum Ziel zu sehen. Das Profil, das auf der rechten Seite angezeigt wird, bietet Informationen über Steigungen und die Position der Fahrer auf der Strecke. Das dritte Rechteck zeigt Informationen zu den Gruppen innerhalb des Rennens und zu den aktuellen Zeitabständen zwischen den Gruppen an. Die Gruppe mit den meisten Fahrern ist das Peloton P. Ausreißergruppen sind als E1, E2 so weiter markiert. Also eigentlich das ist das Feld, oder? Gruppen, die vom Feld abgehängt werden, sind als A1, A2 so weiter markiert. Abhänger. Solange das Peloton noch zusammenfährt, wird nur eine Gruppe angezeigt. Später, wenn es Ausreißerversuche gab, werden neue Gruppen und der Zeitabstand zwischen zwei Gruppen angezeigt. Also wie im Fernsehen eigentlich. Es kommt ja immer mehr dazu, das gibt's ja nicht. Unten rechts werden Informationen über den aktuell ausgewählten Fahrer angezeigt. Sie können den ausgewählten Fahrer mit dem Mausrad, mit dem Pfeil nach links, rechts, auf der Tastatur wechseln. Aha. Es werden Informationen zu Distanz, Steigung und Wind sowie zu den Hauptattributen des Fahrers angezeigt. Mhm. Ja, wenn man die Abkürzungen kennt, ja. Eine letzte Sache, bevor Sie mit dem Rennen fortfahren. Die Leertaste oder die Schaltfläche Plus auf dem Rennprofil gewährt Ihnen Zugang auf detaillierte Informationen, darunter eine Karte, ein detailliertes Profil, eine vollständige Liste aller Teams und Fahrer, die aktuellen Wertungen sowie eine Übersicht über Tastenkürzen. Okay. Hier haben wir also McCarthy. Und hier ist Rogers. Okay. Angreifen. Position beibehalten. Jetzt geht's los. Mal schauen, wie das überhaupt aussieht. Ich habe das noch nie gesehen. Ich sehe es jetzt selbst das erste Mal. Weil ich selbst gar nicht so weit geschaut habe, als ich es mal gespielt habe. Aha, es ist sehr kurvenreich hier.